stehe hier gerade bei Rebellion und durfte Sniper Elite 4 anspielen. Und das hat, obwohl es jetzt wahrscheinlich nicht der große Blockbuster der Messe ist, schon ordentlich Spaß gemacht. Es ist jetzt alles ein bisschen ruhiger als im dritten Teil, würde ich sagen. Es ist nicht ganz so sehr auf Action ausgelegt. Man sollte sich wirklich mehr jetzt wie ein Sniper verhalten, taktisch klug vorgehen, sich bedeckt halten, in Büschen verstecken, erstmal die Umgebung auskundschaften, dass man wirklich sich einfach erstmal einen Eindruck über die Lage verschafft. Denn das Gebiet, was ich gespielt habe, war gesäumt mit, keine Ahnung, 50 feindlichen Soldaten. Und ja, wenn die Alarm schlagen, dann sieht es nicht so gut aus. Doch glücklicherweise funktioniert die Schleichmechanik sehr gut, sodass man eigentlich ziemlich schnell zurechtkommt, wenn man sich denn eben daran hält, wie ein Sniper vorzugehen und nicht einfach blindlings in die Feinde hineinstürmt. Und diese harten Kills, eben das Markenzeichen der Serie, sind natürlich auch wieder dabei und sorgen dafür, dass sich einem manchmal der Magen rumdreht. Aber alles in allem würde ich sagen, macht einen wirklich ordentlichen Eindruck. Und ich glaube, Leute, die sich so für die Thematik interessieren, könnten richtig viel Spaß mit dem Ding haben.